Das war Episode 5, Fehde. Und weiter geht's heute mit dem Start auf Episode 6, Außer Betrieb. Ich bin Julian Dawes. Ich räume auf in Miami. Naja, ein paar faule Äpfel habe ich aussortiert, aber nicht ganz allein. Ich bin mein ganzes Leben lang Police Officer. Und auch wenn es weh tut, das zuzugeben, ist mir klar geworden, dass unsere Polizeiarbeit, vor allem die Drogenbekämpfung, hoffnungslos veraltet ist. Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Miami aufräumen. Stellt euch vor, man nennt Dawes schon Amerikas Polizeichef. Was soll denn das überhaupt sein? Es ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Dawes hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen. Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal. Ein Autohaus? Nein, es ist die koreanische Mafia und Dawes ist auch dabei. Wofür du sicher Beweise hast? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dawes dran. Warum genau soll ich dir nochmal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dawes mehr hast als ich. Okay. Okay. Dein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht dran. Irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dawes raus. Naja, nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Ein paar. Aber nicht viele. Drei Leute. Sie sind weg. Okay, dann brecht ein. Es muss Verkaufsdaten geben, Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Das ist wirklich das letzte Drecksloch. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Rein und raus, Kinderlein, okay? Ein Auto würde ich von dem ganz sicher nicht kaufen. Ach, ist doch voll seriös und so. Halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Sind wir jetzt auch noch Babysitter? Park einfach am Autohaus. Irgendwo, wo es dunkel ist. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge. Ist angeblich wie Fahrradfahren. So, schauen wir mal. Oh, jetzt wird's hin. Ah, hier. Unsere dunkle Seitengasse, okay. Ja, ich muss die Musik ein bisschen überquatschen. Ist aber bisher nicht traurig passiert, auch wenn ich da irgendwelche Mecker habe wegen Urheberrecht. Aber ist bisher alles in Ordnung. So, Autohaus durchsuchen. Na denn. Dann.
Durchsuchen wir mal das Autohaus. Macht denn hier draußen ein Autohaus auf? Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Es gibt zwei Beweise. Ist das vielleicht nicht die gute Idee? Frage, gute Idee oder so? Kein Alarm. Cool. Okay. So, um uns ins Beweis. Er ist nicht weit weg. Da ist er. Wenn er online ist, ist es der falsche. Nachtspielchen, neuer Fall gegönnt. Beweis ansehen. Lily Kay kauft ihr Mann ein teures Auto, das sie mit ihrem eigenen Geld bezahlt hat, zweifle ich. Aber trotzdem ein tolles Geschenk. Ah, so toll ist das Teil nicht. So, sind wir bei E. Na, wie gesagt, es fehlen leider immer noch ein paar Befallakten. So, irgendwo ist noch ein weiterer. Mendoza. Was ist da auf dem Tisch? Klappe jetzt. So, warte mal, das ist bestimmt hier in dem Raum. Hey, da am Computer. Ist das ein Brief? Ja. Gut, Brief von Kings Ehefrau. Kings Ehefrau wollte den Wagen am gleichen Abend haben. Was sie will, kriegt sie vermutlich auch. Ist ja auch ein schicker Wagen. Henry, bring den Bianchi heute Abend vorbei. Ich möchte morgen mit ihm fahren. Moment, der Besitzer dieser Bude hat einen Delfino? Okay. Was auch immer das ist. Jedenfalls unsere zweite Fallakte. Oder zweiter Beweis, so ist es richtig. So, ich gucke jetzt gerade mal. Ich lade mal schon Munition hier auf, nicht, dass da irgendwas jetzt passiert. Primärwaffe G17. Revolver, Magnum. Mag 10. Das ist... Mal gerade Zubehör, Laservisier, ja. Sekundärwaffe, Zubehör. Okay, da ist auch kein Zubehör. Level 13 brauchen wir dafür. Ja. Level 13 haben wir für die AKM, die ich eigentlich gerne eintauschen würde, weil die so gut ist sie gar nicht. Nehmen wir mal die hier. So, alles klar. Haben wir so ein bisschen neu ausgerüstet. So, was haben wir hier noch? Wir eigentlich. Warte mal, guck ich hier. Nee. So, bestimmt unser Material. Beweis haben wir ja gefunden. Die beiden Beweise. Gut, Abflug. Oder will der da drin noch rumschleichen? Scheinbar hat er doch irgendwas. Scheinbar hat der Kerl noch irgendwas gefunden, aber hier ist noch irgendwas, was wir uns machen müssen. Do not connect to Internet. Klar, machen wir doch. Ja, hier ist es. Also gut, Kai. Wehe, das klappt nicht. Es war mir schon klar, dass da irgendwas passiert ist. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen! Ich sehe mich um. Das geht sonst nicht. Das wird sich aber jetzt gleich ändern. Sucht überall. Ich
schon nachgesehen? So, da sind zwei weg. Ist draußen, oder was? Such weiter! Da drüben nachsehen! Wir sind bei 40%. Ausschwärmen, los! Noch lässt sie uns in Ruhe. Noch lassen sie uns ballen. Tot. Da haben wir ein präziser Schuss. Mehr oder was? Na gut, wir müssen den Abtransfer noch auf mich halten, ne? Moment! Ist noch einer? Okay. Ich dachte, ich hätte alle. Scheiße! Naja, die sind natürlich jetzt alle abends gegangen, die und die. Verdammt! Nö. Tyson, wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie. Schau mal, wie weit die Waffe gut zu sein. Gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Tja, Knast oder das hier? Mir ist das hier lieber. Da kommen sie. Das ist ja toll. Kaputt. Doch sind sie uns nicht auf dem Schirm. Auf den Leim gegangen. Wird ja wieder. Wow, Alter. Ja, ja. Ist ja gut. Hey, aufpassen! Aufpassen! Ich sehe ihn! Der Minigun, ernsthaft? Das ist ja gerade mal außen vor, Alter. Oh, drei mit euch. Abflug. Alter. Aufs Dach gelegt. Die Schießfreunde sind immer noch da. Sie leben noch! Hey, hier drüben! Wagen. Na dann, müssen wir mal gucken, dass wir unsere Leute weg, die Leute da wegkriegen. So, noch einer oder was? Vorne ist noch irgendwas. Da vorne ist noch irgendwas. Was? Hey, ja, 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 ja. Moment. Habe ich noch irgendwas? Da ist noch einer.
kaputt. Und zwar sauber gesetzt. So, jetzt müssen wir noch ein Auto entwenden. Den hier, oder was? Ja, den machen wir mit. Komm. Nix wie weg hier. Los, los, los. Los, weg. Hey, Nick, hier lang. Ja, ja. Ach, leg mich doch am Sack. Verdammt, was für ein Theater! Kai, wir haben die Dateien. Dann fahren wir die da lang. Muss man das mal rausfinden hier. Langsam. Erst müssen wir Boomer finden. Willst du mich verscheißern? Er ist auf Kings Schrottplatz. Ich bleib weg. Kann ich die Datei nicht lesen? Ja, super. Kai, die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Ihr wollt euch doch Dors vorknöpfen, oder? Das ist der erste Schritt, kapiert? Okay. Verstanden. Wir melden uns. Was die Lady will, kriegt sie auch. Sind wir überhaupt? Sind wir überhaupt noch richtig? Okay, halt hier an. Dann scheinbar. Suchen wir diesen Puma. Ja, geil. Du wirst so. So, schauen wir mal. Hey, gibst du mir Deckung? Okay. Okay, ich bin soweit. Also, es sind insgesamt 4 Beweise. Mindestens 5 oder 6 Typen. Und vermutlich auch ein Alarm. Wie sollen wir vorgehen, Officer? Das ist irgendwas, auf jeden Fall, was wir festnehmen sollen. Yi Yo Hun O. Noch ein Alarm. Da ist noch was. Da ist noch ein Typ. So. Gut, dann gehen wir die Deppen da mal an. Die wollen wir doch noch irgendwie uns ans Leder. Warte, eigentlich ja, mehr oder weniger gerade mal wir ihnen. Gucken wir mal kurz wegen der Munition. So, passt. So. Frage, wie kommen wir da rüber ohne weiteres? Ja. Gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt irgendwie einen Weg finden, der rausgeht. Da drüben ist nichts, Detective. Okay. Oh, warte mal. Was sagst du denn jetzt? Komm ich hier raus? Wie komme ich jetzt da rüber? Ich will da raus. Mit dem Auto oder was? Nee, Auto kann ich auch nicht nehmen. Hör mit dem Blödsinn auf, Nick. Also, wir sollten vielleicht auch. Es wäre zu offensichtlich gewesen. Jetzt willst du mich jetzt verarschen? Komm ich da raus? Oben lang? Ja, ernsthaft jetzt? Wir müssen. Das ist so kompliziert zugebaut, alles hier. Ja, okay. Halt so. Okay. Puh. Ja, gut. Dann machen wir das so, wie wir es wollen. Wie wir es sollen. So, wir sollten vielleicht. Gut, es sind 4 Beweise, wie gesagt. Ich muss mal gucken, ob ich da einen Weg finde, der ein bisschen harmloser ist, da reinzukommen. Gut.
Na ja, gut, wir müssen jetzt ein bisschen Ruhe halt bewahren. Ist noch eine. Was Grace sagt von wegen reservieren. Die zwei habe ich eh nicht auf dem Schirm gehabt. Mach dich mal langsam fertig. Ich hol dich dann ab, okay? Okay. So. Du kannst dich doch auch ohne mich anziehen. Du findest schon was nett. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt gerade echt nicht weiß. Ja, okay. Perfekt, ja. Ich hätte dich. Schick mal ein Foto. Nur zieh nicht wieder diese Goldschüchen an. Ich warte auf das Foto. Okay. Der guckt in unsere Richtung, das ist das Problem. Ja. Ich arbeite also quasi. Okay. Wie weit okay. Seht der mich? Könnte der mich sehen? Ich kann ja drei Stück mitnehmen, ne? Das macht Kang. Oh, das ist bitter. Keine Bewegung! Was? Okay, cool. Das war jetzt mal keine Absicht. Mein Gott, ey, du solltest die Typen überwältigen und nicht mich. Oh, nicht das Gehirn ziehen. Oh, natürlich. Statt die Typen zu überwältigen, hebt er. Ernsthaft, ey, das. Hat sich ja voll gelobt gerade, ne? Warte mal. Hat sich ja übelst gelohnt, da jetzt Radale zu marschieren. Verdammt, keine Munition mehr! Hier drüben! Mann. Oh, ey. Nick, Mann. Wir probieren es in der nächsten Folge nochmal.